Hallo, liebe Toastmasters. Jetzt stehen mal wieder die Wahlen an für die Vorstände in den Clubs. Und viele Mitglieder fragen sich, soll ich da mitmachen? Soll ich eventuell mich selbst als Kandidat aufstellen? Und die Frage ist berechtigt, weil an sich kann jedes Mitglied so eine Rolle übernehmen. Manche Rollen sind natürlich schwerer als andere. Und leider ist die Information in den Clubs meistens ziemlich lausig darüber, was so ein einzelner Clubvorstand tatsächlich zu tun hat. Ich will mal versuchen, das heute aufzuklären und fange gleich mal mit dem ersten Amt an, dem Saalmeister. Ja, der Saalmeister, das klingt immer ganz wild, beziehungsweise es klingt erstmal sehr formal. Aber tatsächlich ist es ja so, damit so ein Clubmeeting funktionieren kann, braucht es jemanden, der dafür sorgt, dass wir die Räumlichkeiten haben, dass wir in der Lage sind, Agenden zu drucken und so weiter, dass wir überhaupt in EasySpeak die Termine haben. So, und genau das ist diese Person. Der Saalmeister sorgt dafür, dass Räume gebucht werden, er ist fürs Material verantwortlich, er ist dafür verantwortlich, dass die Termine in EasySpeak eingepflegt werden für die einzelnen Clubmeetings und er beschafft natürlich auch Materialien wie zum Beispiel Namensschilder und so weiter. So, was darüber hinaus anfällt, man kann ja fragen, das wird ja immer als Leadership-Funktion gesehen. Warum sollte das eine Leadership-Funktion sein, wenn man im Grunde genommen der Hansel ist, der dafür sorgt, dass die Räume da sind? Es ist ein bisschen mehr als nur das. Da komme ich jetzt natürlich an den Punkt, wo ich sagen muss, das läuft in vielen Clubs nicht so gut mit dem Leadership vom Saalmeister, weil eben die Funktion noch nicht wirklich gut erklärt wird. Stell dir vor, du kommst in ein Clubmeeting hinein und der Saalmeister kommt auf dich zu und sagt: Würdest du bitte dafür sorgen, dass die Namensschilder verteilt sind? Und würdest du am Ende des Meetings bitte auch dafür sorgen, dass diese Namensschilder wieder an ihren Platz in seinem Fach oder im Koffer oder je nachdem unterkommen, wie das bei euch im Club eben geregelt ist? Das ist Leadership. In dem Moment, in dem man dann Aufgaben verteilt, dafür sorgt, dass die auch eingehalten werden und das nicht dem Zufall überlässt. Denn was meistens in den Clubs passiert, ist einmal, dass der Saalmeister unwahrscheinlich hart arbeitet, damit das Meeting rechtzeitig vorbereitet ist. Und am Ende, wenn das Meeting fertig ist und alle rausströmen, ist er meistens auch derjenige, der wieder alles einsammelt, einordnet und so weiter. So darf es nicht laufen. Tatsächlich ist es viel, viel besser, wenn die Aufgaben an die Mitglieder gehen an dieser Stelle. Nur nicht in der Form nach dem Motto, bitte helft doch mal mit, sondern ganz klar mit spezifischen Anweisungen und Aufgaben. Und natürlich ist es viel, viel besser, wenn jemand am Anfang des Meetings eine Aufgabe übernimmt, wie zum Beispiel Namensschilder auszuteilen und am Ende auch dafür sorgt, dass das, was er vorher ausgeteilt hat, wieder an den Platz zurückkommt, an dem er es ursprünglich entnommen hat. Klingt logisch, findet aber meistens so nicht statt. So, das ist ein Punkt, wo ich in den Clubs oft Verbesserungspotenzial sehe, dass es keine Liste gibt, ja, man könnte ja eine Checkliste machen, dass es keine Liste mit diesen Aufgaben gibt, die dann sukzessive, während die Mitglieder reinkommen zum Meeting in der Vorbereitung, an die Mitglieder weitergegeben werden, so dass der Saalmeister tatsächlich gar nicht so viel zu tun hat, sondern er ist derjenige, der hier die Leadership-Funktion, also die Führungsfunktion, ausübt. Und ich glaube, wenn man es so macht, ist der Job viel, viel einfacher. Aber wer bin ich, dass ich das jetzt sagen kann? Ihr dürft das selber beurteilen, wenn ihr den Job dann habt und ausführt. Die nächste Rolle, die ich euch vorstellen möchte, ist die des Sekretärs. Das klingt erstmal furchtbar öde.
Vielleicht können wir es ein bisschen anders benennen. Wie wäre es, wenn wir sagen würden, das ist das Gedächtnis unseres Clubs? Der Clubsekretär hat die Aufgabe, Protokolle zu führen und eigentlich auch die Besucherliste zu führen, die anfällt, wenn jetzt quasi ein Meeting stattfindet, sodass man also weiß, welche Mitglieder waren da, welche Gäste waren da und so weiter. Das findet mal statt und mal nicht, aber nicht auf Veranlassung des Sekretärs, nach meiner Erfahrung. Wäre aber besser so, wenn man denn tatsächlich diese Daten hat, dann kann man auch zurückverfolgen, ob jemand da war, um seine Rede zu halten oder nicht. Denn dieses Problem haben wir ja in der Vergangenheit öfters gehabt, dass in EasySpeak das in der Agenda drin stand, derjenige ist aber gar nicht aufgetaucht. Und irgendwo ist es unter den Tisch gefallen, dass das nicht richtig gepflegt wurde. Und später fragt sich der Weiterbildungsvorstand, hat derjenige jetzt die Rede gehalten oder hat er sie nicht gehalten? Und mit einer gut gepflegten Besucherliste ist es natürlich wesentlich besser, das zu überprüfen. So, was haben wir noch beim Sekretär? Der Sekretär hat die Aufgabe, eine ganz wichtige Aufgabe, die gerade gewählten Vorstände an Toastmaster International weiterzumelden. Denn wenn das nicht passiert, dann fällt der Club quasi in Ungnade. Dann ist er kein Club mehr in Good Standing. Und was noch viel schlimmer ist, die ganzen Vorstandszugänge werden dann geschlossen. Ja, weil Vorstände haben bestimmte Rechte bei Toastmaster International, die sie auch brauchen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Und wenn diese Liste nicht weitergegeben wird, nicht gesagt wird, der und der ist jetzt vom Jahrespräsident und der ist der Weiterbildungsvorstand, dann werden diese Zugänge geschlossen und es ist nicht ganz einfach, diesen Zugang wieder zu öffnen, weil Toastmaster International natürlich auch sagt, hey, ihr habt die Möglichkeit, das selber einzugeben, warum habt ihr es nicht gemacht? Wenn das nicht rechtzeitig passiert, verliert der Club auch Anerkennungspunkte, aber da möchte ich jetzt nicht zu viel zu sagen, das sind Ego-Punkte. Ob man die jetzt wirklich braucht, ist immer die zweite Frage. Die meisten Clubs, die ich kenne, erfüllen fast alle Ego-Punkte und werden als sogenannte President-Elect-Clubs geführt. Aber was spielt das für eine Rolle? Keine große. So, dann gibt es noch eine weitere sehr, sehr wichtige Aufgabe, die ist erst vor kurzem dazugekommen. Und zwar ist der Clubsekretär auch jemand mit einem Zugang als Manager für Pathways. Normalerweise hat der Weiterbildungsvorstand den primären Zugang dafür, weil er ja quasi bestätigen muss, dass diese ganzen Aufgaben wie Reden halten und so weiter und diese Projekte der Richtigkeit nach durchgeführt worden sind. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Weiterbildungsvorstand krank ist und man möchte jetzt zeitnah diese Dinge weitermelden, dann ist es gut, dass es Vertreter gibt. Und natürlich auch darf der Weiterbildungsvorstand nicht selbst für sich melden und sagen, hey Leute, ich habe hier x Projekte gemacht, obwohl er sie vielleicht gar nicht gemacht hat. So, ein weiterer Vertreter wäre in diesem Zusammenhang auch noch der Clubpräsident. Aber das hat die Rolle des Clubsekretärs nochmal aufgewertet. Er ist viel, viel wichtiger. So, was auch ganz wichtig ist für den Clubsekretär, ist, dass er den ganzen Schriftkram aufbewahrt. Er ist quasi derjenige, der das Archiv hat. Und darauf müssen wir auch achten, dass das gut geführt wird, weil bezogen auf die Datenschutzgrundverordnung in der Zukunft, dass notwendig ist, dass Schriftverkehr belegt werden muss, und zwar über mehrere Jahre hinweg. Und das geht nur, wenn der Clubsekretär seiner Aufgabe wirklich nachkommt und natürlich die anderen Vorstände diesen Schriftverkehr an den Clubsekretär weitergeben. Am besten wäre es natürlich, das Ganze elektronisch zu machen, denn ansonsten hat man am Ende ein riesen Papierarchiv und Papier. Nun ja, ich bin kein Baumumarmer, aber ich fände es schon gut, wenn wir so etwas dann tatsächlich elektronisch führen. So, das nächste Amt, das ich euch vorstellen möchte,
ist der Vizepräsident für das Thema, Vizepräsident, naja, also der Vorstand für Public Relations. Und der Vorstand für Public Relations, das klingt ganz toll und es ist eigentlich auch ein tolles Amt, wenn es denn so ausgeführt wird, wie es gedacht ist. Also in erster Linie ist der Vizepräsident für, also das ist die deutsche Übersetzung, Vizepräsident von Vice President, ja, aber es ist halt ein Vorstand, deshalb ist es der Vorstand für Public Relations. So, der ist in erster Linie ein Markenbotschafter. Ja, das heißt also mit anderen Worten, er vertritt nach außen hin die Marke Toastmasters und natürlich auch die Marke seines lokalen Clubs. Und das heißt mit anderen Worten aber auch, dass er sich damit auseinandersetzen muss, wie darf diese Marke verwendet werden. Und das ist nicht trivial, weil Toastmasters hat da sehr klare Richtlinien. Und was darf denn zum Beispiel selber lokal produziert werden mit dem Logo von Toastmasters und so weiter. Das nächste beim Vorstand Public Relations ist natürlich das Thema Kommunikation intern und extern. Nach extern ist es so, dass ein guter Vorstand für Public Relations dafür sorgt, dass es alle möglichen lokalen Kanäle gibt, wo auf unseren Club hingewiesen werden kann. Also zum Beispiel weiß ich jetzt hier, dass es hier in Bad Homburg so einen Wir-Bieten-Kanal für auf Facebook gibt, so für lokale Angebote. Das sind meistens so kleine Sachen, was die Leute verkaufen wollen, was gebraucht ist und so weiter. Aber die Restaurants veröffentlichen ihre Wochenangebote dort immer. So, da bietet es sich natürlich auch an, dass man sagt, okay, da können wir natürlich auch unsere Meeting-Agenda veröffentlichen für das kommende Meeting und auf diese Art und Weise die Leute darauf aufmerksam machen. Denn wir wissen alle, Toastmasters, wenn jemand einmal da war, möchte er eigentlich meistens schon Mitglied werden. Er muss nur wissen, dass es das gibt. So, jedenfalls lokale Kanäle auftun und pflegen, das ist ein wichtiger Part von so einem Public Relations Vorstand. Und zum anderen sind es natürlich auch Themen wie interne Kommunikation und Social Media. So, das schließt sich nicht aus oder das ist im Grunde genommen sehr stark überlappend, weil wer wird denn quasi bei Social Media aufmerksam sein auf das, was unser Club schreibt? Und es sind meistens natürlich die eigenen Mitglieder und die sorgen dann am Ende dafür, wenn sie Likes verteilen oder das selber richtig den Beitrag weiterteilen, dann sorgen sie dafür, dass tatsächlich so ein kleines Lauffeuer an Informationen im Social Media stattfindet. Und je größer der Club ist, desto größer kann dieses Lauffeuer natürlich werden. Das kann ein richtiges Buschfeuer werden. Und dann ist das etwas, was sich sozusagen selbst weiterträgt. Also man merkt es immer, die großen Clubs haben nie Probleme, neue Mitglieder zu gewinnen. Die kleinen Clubs haben da eher mehr Probleme, weil ihre Möglichkeit, öffentlich zu wirken, gerade in den Social Media, ist wesentlich geringer. So, das ist also ein großer Vorteil der großen Clubs. Dafür haben sie auch enorme Nachteile. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. So, jedenfalls der Vorstand Public Relations kümmert sich um Social Media, um die Website und er kümmert sich auch um interne Kommunikation in Form von Rundschreiben oder wie es heute gerne heißt, Newsletter. Das ist dann schon mal eine gute Sache. Und was habe ich hier noch geschrieben? Ah, genau. Er sorgt für die Erstellung von öffentlich verwertbarem Material. Das klingt jetzt erstmal sehr merkwürdig, aber wer sich in den letzten Wochen mit der Datenschutzgrundverordnung auseinandergesetzt hat, der weiß, es ist nicht mehr ganz so einfach, dass man einfach irgendwo ein Foto schießt und sagt, hey Leute, ihr wisst ja, dass wir Fotos schießen und ihr seid automatisch damit einverstanden. So geht's nicht. Das heißt mit anderen Worten, der PR-Vorstand muss sich überlegen,
wie können wir hier Material erzeugen, das den Regeln entspricht und wo kriegen wir dafür die Unterschriften derjenigen herbei, die an diesem Meeting teilnehmen. Eine Sache noch zum Vorstand PR. Der Vorstand PR kann sich die Aufgabe ein bisschen erleichtern, indem er ein Öffentlichkeitsarbeitskomitee ins Leben ruft und Mitglieder einbindet und ihnen Aufgaben gibt, beziehungsweise in diesem Komitee dann gemeinsame Beschlüsse getroffen werden, wie der Club in die Öffentlichkeit gebracht werden kann. Ich halte das für extrem wertvoll, weil für den Club zu sprechen ist einfach eine wichtige Aufgabe und es nur einer einzigen Person am Ende aufzubürden, das ist doch ein Stück weit zu viel. Also, Mitgliedervorstand. Der Mitgliedervorstand, das ist super einfach. Als Mitgliedervorstand sorgst du erstens dafür, dass die Gäste sich wohlfühlen. Du kümmerst dich um die Gäste, wenn sie zum Clubmeeting kommen. Und du nimmst die Anträge entgegen, die Mitgliedschaftsanträge, und du verarbeitest sie und meldest dann am Ende die neuen Mitglieder an Toastmaster International. Ja. Dann solltest du natürlich Easy Speak sehr gut pflegen, weil, also, was ich oft an Leichen und Skeletten in Easy Speak bei den Clubs sehe, von Mitgliedern, die seit Jahren nicht mehr dabei sind, das ist ein Trauerspiel. Und es macht die Easy Speak Software auch schwerer zu bearbeiten. Also, meines Erachtens ist es einfach so, wenn jemand seinen Beitrag nicht gezahlt hat, dann wird er erstmal als vorübergehendes Mitglied geführt oder wie auch immer. Und vielleicht 2 Wochen später ist er ein ehemaliges Mitglied. Bei Toastmaster International sieht es kein Stück anders. Warum sollte der Club dafür eine Ausnahme machen? Ja, weil letztlich ist es so, wer sich dann am Ende darüber ärgern muss und damit rumärgern muss, ist der Schatzmeister. Aber da kommen wir noch zu. So, der Vorstand für Mitglieder kann sich auch ein entsprechendes Komitee bilden. Das ist eine ziemlich gute Geschichte, weil gerade bei mittelgroßen oder auch kleineren Clubs sollte man hin und wieder überlegen, was können wir tun, wo können wir hingehen, wo können wir in Erscheinung treten, um neue Mitglieder zu werben. Ja, also um sie überhaupt einzuladen zu unseren Treffen und dann neue Mitglieder zu werben. Weil es ist immer schwierig, wenn man nichts macht. Weil dann fehlt auch das Momentum. Ja, also neue Mitglieder bringen ja auch immer neuen Schwung, neue Erwartungen rein. Und wenn alle so in derselben Suppe und derselben Soße vor sich hinkochen, dann wird der Club nicht besser. Neue Mitglieder bringen neuen Schwung. Das ist fast eine Erfolgsformel. So, die nächste Rolle, die ich mit euch besprechen möchte, ist der Schatzmeister. Und auch das ist eine relativ einfache Aufgabe. Der vereinnahmt die Mitgliedschaftsbeiträge und überweist die Gebühren an Toastmaster International, bezahlt Rechnungen und hat die Kontovollmacht. So, was ich zu dem Amt sagen möchte, ist, dieses Amt könnte unwahrscheinlich einfach sein, wenn die Mitglieder wollten. So, und dass wer das sieht, bitte an die eigene Nase fassen, denn wenn die Beiträge gleich überwiesen werden oder sogar schon per Dauerauftrag eingerichtet werden, dass sie automatisch überwiesen werden, dann macht ihr die Aufgabe des Schatzmeisters wirklich einfach. Wenn ihr aber das so macht, so nach dem Motto, oh, ich lasse den 3, 4 Mal schreiben, bevor ich bezahle, ja, dann seid ihr wirklich die Rückseite dieses Clubs. Und zwar die dunkelste Rückseite dieses Clubs. Ob ihr das sein wollt, müsst ihr euch selbst überlegen. Ich persönlich habe für mich beschlossen, dass ich es nicht sein möchte. Okay, weiter. Vorstand Weiterbildung. Das ist das Amt, was ich am besten kenne, weil ich es auch am häufigsten ausgeübt habe. Der Vorstand Weiterbildung, wenn man es mal ganz wild betrachten möchte, er ist der Partyplaner. Ja, der Partyplaner, wenn man sagt, jedes Meeting ist eine Party. Und er muss dafür sorgen, dass jede einzelne Rolle in dieser Party besetzt ist. Und das macht es richtig aufwendig. Zumindest, wenn
man einen widerwilligen Club hat von den Mitgliedern her. Wenn die Mitglieder aber richtig Spaß am Reden haben, richtig Spaß daran haben mitzumachen, dann ist es super einfach, weil Easy Speak, du kannst dich anmelden, kannst dich für eine Rolle eintragen und die Sache läuft. Ja, hängt alles wieder nur von den Mitgliedern ab. Aber das ist eben keine Einbahnstraße. Als Vizepräsident Weiterbildung ist es deine Aufgabe, die Mitglieder zu entwickeln, zu erkennen, wo vielleicht Hindernisse liegen, dass jemand seine Reden hält, zu erkennen, dass wo vielleicht Hindernisse liegen, dass derjenige überhaupt zu Meetings kommen kann und so weiter, und denjenigen zu motivieren bzw. dabei mitzuhelfen, diese Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. So, das klingt nicht einfach und das ist es auch überhaupt nicht. Und da liegen natürlich jetzt die Nachteile von einem großen Club. Ja, ich bin in einem sehr großen Club Mitglied und in einem relativ kleinen Club Mitglied. So, bei dem großen Club ist diese intensive Betreuung heute nicht möglich. Es ist einfach nicht drin. Wie sollte das gehen, wenn du über 80 Mitglieder hast? Wirst du wirklich jedem Einzelnen hinterher rennen und fragen, hey, warum, wie sieht's denn aus, kannst du nicht deine Rede bald mal halten und so weiter. So, also das heißt, in so einem Club wird der Weiterbildungsvorstand zum Rundschreiben-Schreiber. Naja. Also zu jemandem, der viele Rundschreiben veröffentlicht, um die Leute neu zu motivieren. Wenn man sich das anschaut, dann gibt es ja diese Anerkennungspunkte bei den Clubs und ein großer Teil dieser Anerkennungspunkte findet auf der Basis statt, dass die Mitglieder ihre Weiterbildungsanerkennung bekommen, also was jetzt bei Pathways Level 1, Level 2, Level 3 und so weiter ist, beziehungsweise in diesem Altlastsystem, was wir noch haben, CC und CL, also kompetenter Kommunikator oder kompetenter Leader oder die ganzen fortgeschrittenen Titel. So, und wenn man sich das anschaut, wie gesagt, ich bin in einem sehr kleinen Clubmitglied und in einem sehr großen Clubmitglied und die haben nahezu dieselbe Anzahl an Weiterbildungstiteln gesammelt. Nur bei dem einen sind es 23 Mitglieder, bei dem anderen sind es 86 Mitglieder. Das heißt, diejenigen, die in dem großen Club sind, die haben riesen Nachteile bei der Weiterbildung. Und daran muss natürlich gearbeitet werden, um es anders laufen zu lassen. Aufgabe. So, der nächste Punkt ist das, was ich schon angesprochen habe. Der Weiterbildungsvorstand meldet die ganzen Fortbildungstitel an Toastmaster International. Also diese ganzen Level 1, Level 2, Level 3 und kompetenter Kommunikator, kompetenter Leader nach dem alten System. So, jedenfalls, das muss er machen. Wenn er das nicht machen kann, dann muss jemand anders aus dem Vorstand das übernehmen. Dafür, im alten System war das egal, wer das gemacht hat. Mit dem neuen Bildungssystem Pathways gibt es eben Pathways Manager. Und der Hauptmanager für Pathways ist eben der Weiterbildungsvorstand und die Vertreter sind dann am Ende der Clubpräsident bzw. der Clubsekretär. So, der Vorstand Weiterbildung hat selber einige Leadership-Möglichkeiten. Er kann zum einen einen Mentorenbeauftragten ernennen, denn das ist eine weitere Aufgabe von ihm. Er sorgt dafür, dass Mitglieder ihre Mentoren bekommen. So, kein neues Mitglied sollte ohne Mentor bleiben, heißt es immer so schön. Die Realität sieht leider anders aus, weil viele glauben, dass sie sich das nicht zutrauen können, wobei es nicht darum geht, jetzt hier Gandalf den Grauen zu spielen, sondern man muss einfach nur die Erfahrung, die man bisher gesammelt hat, an die neuen Mitglieder weitergeben, damit die sich gleich wohlfühlen. Also ich glaube, das kann wirklich jeder. So, und die zweite Führungsaufgabe ist die, ein Weiterbildungskomitee aufzubauen. Das ist klasse, weil einmal, der Job ist ja sehr anspruchsvoll, kann man aus diesem Weiterbildungskomitee später dann den Nachfolger rekrutieren. Und zum anderen
kann dieses Weiterbildungskomitee natürlich solche Sachen wie Workshops beschließen oder kann zum Beispiel sagen, hey, wir wollen einen Themenabend machen, zum Beispiel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder zum Thema Business, wie auch immer. Ja, also es gibt tausend Möglichkeiten hier und das zu machen ist eine richtig gute Sache. Okay, dann ist der Vizepräsident Weiterbildung Mitglied im Area Council. Das ist ein Gremium, das quasi im Area gebildet wird aus den Präsidenten und den Weiterbildungsvorständen und die beschließen quasi kooperativ, was in dem Area gemacht werden kann, zusammen mit dem Area Director. Also meistens natürlich eher bezogen auf Wettbewerbe oder Area-Konferenzen. Und natürlich Officers Training und solche Geschichten. Ja. Der Vorstand Weiterbildung hat noch ein Wahlrecht im District Committee Meeting. So, das ist eine schöne Sache. Toastmasters ist ja aufgebaut in erstmal Club-Ebene, ist die unterste Ebene, dann gibt es Areas, dann gibt es Divisions und über den Divisions findet der District statt. Und über den District gibt es dann Regions und über den Regions gibt es dann quasi die Convention in Amerika meistens. Nächstes Jahr wird sie in Paris stattfinden. So, und das, was im District stattfindet, ist tatsächlich das, was uns angeht, weil da wird dann zum Beispiel gewählt, wer wird der Division Director, wer wird der District Director, wer wird der Club Growth Director und der Club Quality Director. Und da wird natürlich auch, daran entscheidet sich auch, wofür Geld ausgegeben wird, wie die Clubs vor Ort unterstützt werden und so weiter. So, das heißt, hier hat der Club tatsächlich ein Wahlrecht mitzuwirken. So, das letzte Mal, dass dieses Wahlrecht tatsächlich von meinem großen Club ausgeübt wurde, war 2016, weil da war ich da in der District Conference und ich habe vertretungsweise auch für unseren Präsidenten mitgewählt. Das ist echt arm. Das darf nie wieder passieren. Naja, gut, 2017 und 2018 gab es dann halt niemanden. So, und die Frage ist, vielleicht sollte es ja mal 2019 wieder jemand tun. Aber jeder, der sich für als Vorstand Weiterbildung bewirbt oder als Präsident, sollte von vornherein planen, zu der District Conference hinzugehen. Alles andere ist so wie, ja, du wählst einen Bundestagsabgeordneten und der geht nicht in den Bundestag. Was ist denn das? Na gut. Und letzte Rolle schließlich ist der Clubpräsident. Clubpräsidenten, das ist die faulste Aufgabe und die schwierigste Aufgabe. Wieso denn das? Ganz einfach, weil Clubpräsidenten haben eigentlich nicht wirklich etwas zu tun. Das Einzige, was sie tun, ist, sie führen den Vorsitz in den Clubmeetings, aber sie führen natürlich auch, und das heißt in diesem Fall moderieren nicht nach dem Motto, ich bin der Chef, ich sag euch, wie es geht, sondern sie moderieren das sogenannte Executive Meeting, also alle anderen Vorstände. Und gemeinsam werden die Ziele beschlossen und umgesetzt. So, warum das so ein Stück weit so eine über den Dingen schwebende Position ist? Ganz einfach, weil der Clubpräsident ist der oberste Streitschlichter. Und wenn du selbst investiert bist, selber quasi Dinge tust und bewegen willst und nicht diese neutrale Haltung eines Moderators hast, dann kommt es zwangsläufig zum Streit. Und gut, kannst natürlich auch mit lauter Duckmäusern im Vorstand sitzen, dann kannst du als Präsident natürlich auch trotzdem den Diktator heraushängen lassen, die Leute sind alle glücklich. Aber im Allgemeinen ist es so, dass der Präsident sich weitestgehend raushalten sollte, um dann als Moderator oder eben als Streitschlichter einschreiten zu können. Und das natürlich nicht nur im Board, also in der Sitzung von dem Vorstand, sondern natürlich für den ganzen Club. Das heißt, wenn es Streit zwischen Mitgliedern gibt und so weiter, das macht natürlich die Meetings nicht schöner. Und da muss der Clubpräsident einfach aktiv werden und muss vermitteln, ohne jetzt irgendeine
Seite einzunehmen, sondern tatsächlich versuchen, das Ganze, wie Toastmaster das teilweise in seinen Projekten lehrt, zu lösen. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt mitbekommen, was ihr als, wie soll ich sagen, als Vorstände bei Toastmasters leisten müsst. Und wenn ihr neue Mitglieder seid, dann könnt ihr relativ einfach eine Rolle als Saalmeister oder als Schatzmeister oder als Clubsekretär übernehmen. Wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid, dann ist es auf jeden Fall eine spannende Geschichte, als Vorstand für Public Relations dabei zu sein, beziehungsweise als Mitgliedschaftsvorstand. Und wenn ihr richtig hardcore seid und richtig wisst, was ihr tut, dann ist der Vizepräsident Weiterbildung ein tolles Amt. Also ist das Amt mit der größten Macht, nicht das des Präsidenten. Und wenn ihr schon alles getan habt, alles gemacht habt und sagt, hey, ich weiß, was hier läuft und ich traue mir zu, den großen Schlichter zu spielen, den großen Moderator zu spielen und ein bisschen über den Dingen zu schweben, dann ist Clubpräsident genau das richtige Amt für euch.